Wunderschön, was ist denn da los? Wunderschönsten guten. Ach du Scheiße, volles Haus, Leute, Grüße gehen raus. Wunderschönen guten Donnerstag. Schön, dass so viele Leute hier sind. Was geht ab? Was geht ab? Da ist der Übersetzer, Rick. Moin. Ey, was geht? Grüße, Grüße. So, gucken wir mal rein. Was die Jungs und Mädels zu sagen haben. Ladies and gentlemen, welcome everybody, welcome. I hope you are all having a wonderful Friday. You've had a great week. Herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, ihr hattet einen super Freitag, einen tollen Start in 2020 und willkommen zum Podcast. Ich habe hier ganz, ganz tolle Teilnehmer. Geeks, oben links, die wundervolle Sigma, unten links. Und wir haben natürlich Iron Fist, unten rechts und mich selbst. Sneaky RU, oben rechts. Wie geht's euch? Ich hoffe, jedem geht's gut. Wir haben so viel zu besprechen, so viel vorbereitet. Es wird Chat-Interaction geben, generelle Diskussion, was passiert ist in Tarkov, was momentan passiert, was über die Ferienzeit passiert ist. Und ich brauche meine Notes. So, let's go. So, ich denke, wir werden das in den zukünftigen Podcasts so machen. Ich möchte mich fokussieren zuerst mal, worum es hier gehen soll. Also, es geht um einen Community-Podcast. Ein Podcast, wo ihr als Community Feedback geben könnt, mit uns reden könnt, viele Informationen aus der Community für die Community bekommen könnt, neue Sachen, genauso wie Sachen, die schon passiert sind in letzter Zeit. Und deswegen sorgt dafür oder kümmert euch darum, auch mal einzuschalten bei diesem Podcast. Es ist so eine Art One-Stop, also so eine relativ einmalige Sache immer, wo wir einen relativ großen Bereich der ganzen Thematik abgreifen möchten. So, ein paar schnelle Punkte von den Castern, von den Teilnehmern. Ein Überblick. Wie war es für euch, der... Wie war es für dich, der Wipe, der Start? Also es war für mich ein sehr, sehr weicher Übergang. Es hat gerade im Vergleich zu alten Vibes, so ein smooth, schöner Übergang. Die Woods-Erweiterung war gut. Die Änderung der Fähigkeiten und der Skills war gut. Insbesondere Stärke, Ausdauer wurde angepasst, war gut. Generell die XP-Progression, also alle, viele Leute, die ich kenne, sind schon sehr, sehr weit gekommen, viel XP bekommen, sind schon Richtung Kappa unterwegs, machen schon Nebenquests, kosmetische Quests, weil sie schon den Kappa erreicht haben, also sehr, sehr schneller Progress. Suchen sich sogar auch schon Hardcore-Challenges, also eigene Challenges, weil sie schon den Grundprogress schon erreicht haben. Sigma, wie ist es bei dir? Ich habe noch nicht so weit gekommen, aber mir geht's gut. Es war mein Ziel, auch langsamer vorwärts zu kommen. Und insgesamt muss ich sagen, dass der Wipe sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist. Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht der beste Wipe bisher war. Und ich denke, dass die meisten Leute ein ähnliches Gefühl hatten. Also es war der beste Wipe bis jetzt. Geeks. Hey guys, ich möchte starten damit, dass ich Iron Fist gefragt habe, sich zu rasieren und seine Kappe abzunehmen, aber leider hat er es nicht gemacht. Naja, was den Wipe angeht, alles läuft super. Ich wiederhole das immer wieder. Ich denke, mit jedem Patch, der kommt, mit allem, was die hinzufügen zum Spiel,
wird es immer besser und besser, smoother, bessere Performance. Ich lächle, ich freue mich. Die Aufgaben laufen gut, laufen schnell. Shooter Born in Heaven war eher ein Problem, aber ich rushe das auch nicht so schnell wie vielleicht andere Leute. Viele haben bereits den Punkt erreicht, wo sie den Kappa haben und gar nicht mehr weitere Ziele haben, wo sie am Ende angekommen sind vom Progress und vielleicht keine weiteren Ziele mehr haben, worüber man auch nachdenken sollte. Ich denke auch, der Progress war relativ schnell. Ich habe nicht so viel gespielt. Ich bin jetzt Level 37 und habe den größten Teil meiner Tasks schon erledigt. Also ich denke, ich werde relativ schnell den Kappa erreichen. Und nichtsdestotrotz, ich möchte über einige Dinge reden, die während der Urlaubszeit kürzlich passiert sind. Homepage. Also es gab 5 große Events, die auf der Homepage gezeigt wurden. 4 dieser Events sind praktisch komplett neue Events gewesen auf dieser Seite, was mir persönlich super viel Spaß gemacht hat, das auch zu casten, fast jeden Tag dabei zu sein, mit den Shows, intellektuelle Spiele mitzumachen, Jeopardy, Wer wird Millionär? Sigma, du hast einige dieser, du hast das Evasion-Event gecastet. Das war besonders cool zu sehen. Etwas, was jetzt nichts Neues ist auf der Homepage, ist die Podcast-Reihe. Wir hatten einige Podcasts und Sigma, wenn ich mich korrekt erinnere, hast du einen Podcast gehabt, bei dem es mehr um taktische Dinge ging. Die Evasion Crew hat während der Drops-Phase jeden Tag ein Event gehostet und ich hatte an einem dieser Tage einen taktischen Podcast, Veritas, DocTex, Just Kilo, Van und alle haben ihren Beitrag dazu geleistet, viel mit dem Chat geredet, viel diskutiert, viele Strategien besprochen, was auch besonders toll war. Ja, ich als Zuschauer habe es besonders genossen. Es war wirklich interessant, so Strategien, also verschiedene Meinungen zu hören, das Ganze aus verschiedenen Ansichten zu sehen. Es war absolut crazy. Wobei es um ein Spiel geht, was wir alle lieben. Und ich habe das besonders genossen. Genau wie dieser Podcast hier. Der Podcast hier ist etwas anderes. Hier geht es weniger um Taktiken oder um Strategien, aber mehr wie er es vorher gesagt hat, Community-Fragen, Keypoints. Und hier wollen wir auch tiefer einsteigen. Chat, euch möchte ich jetzt nochmal fragen, jedem, der zuschaut, später zuschaut bei den VODs, das Ganze wird auf YouTube hochgeladen, Kommentare zu den Events, die ihr sehen möchtet in Zukunft. Schreibt das in die Kommentare, schreibt das in den Chat. Wir hatten gestern erst noch ein Gespräch darüber. Also ich denke, dass Interviews, ich denke, viele von uns haben das Video gesehen von einem Kollegen aus London, der irgendwo in einem Gebäude in London wohnt und eine riesige Waffensammlung hat. Das wäre zum Beispiel eine besonders schöne Erfahrung, ihn in ein Interview zu bekommen.
Das wäre was besonders Cooles. Ich weiß nicht, wie ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ich mag die Idee mit diesem Londoner Kollegen. Er ist so ein GameStop, ein Waffenspezialist. Und es wäre richtig cool, ihm zuzuhören und mit ihm zu reden. Wenn jemand sehr leidenschaftlich ist, zum Beispiel bei Ping-Pong, und du mit mir darüber redest, dann werde ich auch sehr leidenschaftlich getoucht von dem Thema. Und leidenschaftlich über Tarkov zu reden und das mit dieser Waffe zu verknüpfen, und er erzählt etwas über die Geschichte der Waffe, wäre richtig cool. Wäre richtig cool. Gut, gut. Chat. Und ich denke, das nächste, was ich wirklich sprechen möchte, ist ein relatively recent development. It is something that I think exploded in 2020. Also, was 2020 ziemlich explodiert ist, sind die Turniere. Ich persönlich glaube, dass Tarkov kein kompetitives Spiel ist. Aber es ist so vielschichtig. Es ist so, hat so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial, dass auch Potenzial hat für zukünftige Turniere und Wettbewerbe. Kommt auf die Umgebung an, wie man das macht, aber Sigma ist so einer der Vorreiter, was das Ganze angeht. Und Sigma, bitte, erzähl uns. Du hast sieben Events gecastet? No, you're fine. So we actually upped it, because we decided that we weren't reaching enough players. Also wir haben nicht genug Spieler gehabt, Mitspieler, Teilnehmer. Es waren 47 Events von Februar bis Ende März, 47 Events mit Evasion. Wir haben die BattleMod-App gestartet oder so ein Moderator-Tool gestartet, um die Ergebnisse zu sammeln, um das Ganze leichter zu machen. Diese BattleMod-App ist vor 2 Tagen gelauncht worden und wir haben jetzt bereits so und so viele Anfragen dafür. Das ist das nächste Event, also die nordamerikanischen Spiele starten jetzt, wo wir auch sehr viel gutes Feedback bekommen haben. Wir haben da 300 Anfragen weltweit und erwarten so 600 bis 700 Anfragen in der nächsten Zeit. Wir sind gespannt und wir denken, dass das noch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit kriegen wird in Zukunft. Wichtig ist, dass wir eine schöne Zeit haben mit diesen Turnieren. Vielleicht kannst du später ein bisschen mehr erzählen über die Events, um die Leute so ein bisschen heiß zu machen. Ja. Vielleicht so ein Sneak Peek später, so eine kleine Vorschau. Sigma, kannst du den Leuten erzählen, wo sie sich anmelden können oder das finden können? Wir werden später mehr darüber sagen, aber seid sicher, dass ihr den Evasion-Account von Twitter folgt. Jede Ankündigung, die kommen wird, wird auf dem Evasion-Account von Twitter kommen. Okay, wird Zeit fürs nächste Thema. Ein spannendes und interessantes Thema, und zwar, Ladies and Gentlemen, etwas Großartiges, was passiert ist, und ich greife hier ein bisschen vor, es ist der Progress Report von Nikita. Also, ich bin mir sicher, dass ihr, die meisten Leute, das bereits mitbekommen haben oder gesehen haben, wovon wir jetzt hier reden, aber einige der wichtigsten Punkte, ich möchte nicht zu tief auf dieses Thema eingehen, weil da sehr viel geschrieben wurde. Es ist ein sehr, sehr langer und großer Report, aber einige der wichtigsten Punkte möchte ich ja dann doch hervorheben. So, einer dieser Punkte, Movement, Bewegung. Achso, der Umzug auf die Unity 2019 Engine.
Jeder Einzelne, der hier sitzt, besonders die Teilnehmer, neue Spieler, vielleicht neue Spieler wissen das nicht, aber die meisten wissen, dass wir vor einiger Zeit auf Unity 2018 gewechselt sind. Wie lange hat das damals gedauert? Ungefähr ein Jahr, der ganze Umzug, aber hat sich gelohnt. Was hat das gebracht? Was ist da passiert? Was hat das verändert für die Spieler, dieser Umzug zu Unity 2018? Also das ist die Engine. Das war beim Punkt 12 Update damals, die Migration zu 2018. Unity. Also einige Spieler oder viele Spieler hatten Performance-Probleme, auch mit krassen Rechnern, auf größeren Rechnern. Also Performance-Probleme auf Reserve waren ganz große Punkte. Wir kriegen momentan wieder so ein bisschen Probleme mit Stotterern. Es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Und deswegen ist es sehr, sehr interessant zu sehen, jetzt dieser Wechsel erneut zu 2019, was der jetzt an zusätzlicher Performance bringen wird. Ich denke, die Grafiken wurden unglaublich krass geupdatet. Also mich, wenn ich mir erinnere, in diesen Ladebildschirm gegangen zu sein, es war halt total erschreckend für mich, dass alles neu aussieht, wie toll das aussieht. Hintergründe von allem wurden verändert, was auch sehr cool war. Für mich, ich glaube, einer der Punkte, die man nicht so mitkriegt, war das Backend-Problem. Reduzierung von Stotterern, von Rucklern, Backend-Probleme, dass die damals behoben wurden. Mit jedem Wipe gab es erneute Probleme, Stottern, Probleme. Und also das Versprechen, mit dieser Engine viele Probleme in den Griff zu kriegen und auch das Follow-up, also später viel daran zu arbeiten, daran sich zu verbessern, das hat sehr, sehr viel ausgemacht. Also Ruckler, technische Probleme. BSG entwickelt halt kontinuierlich weiter, arbeitet dran und hat halt eine sehr, sehr enge Verbindung mit Unity selbst, um diesen Umzug auf die nächste Engine auch gut hinzukriegen. Mit Schwerpunkt auf Backend, Probleme, Infrastruktur und so weiter. Scavboss, Factory und Factory Erweiterung. Für mich was ganz Besonderes. Was glaubt ihr, wie wird Factory aussehen? Geh da hin, dann wirst du es sehen. Ich weiß es nicht, sagt Sigma. Was wird passieren in Factory? Was ist da? Ich weiß nicht. Es wird spannend. Neuer Content ist immer cool. Ich bin sehr aufgeregt, was da kommen wird. Ja. Absolut. Glaubst du, dass es einen Außenbereich geben wird zu Factory? Oder was glaubst du, wie es erweitert wird? Wird es eine größere Factory, eine größere Fabrik? Geht es unterirdisch? Geht es nach draußen? Ich weiß nicht. Solange ich denken kann, also als ich angefangen habe damals, habe ich mich gewundert, wie man rauskommt, bis mir gesagt wurde, dass Factory halt wirklich nur diese Fabrik ist. Ne? Man kann nach draußen zu gucken und draußen rumzulaufen, fände ich persönlich sehr cool, Außenbereich zu bekommen und zu wissen, oder zu überlegen, wie der Factory Boss aussieht, auch sehr, sehr spannend. Glaubt ihr, das ist ein Solo-Boss, so wie Killer? Oder so ein Horden-Boss? Iron Fist. Also ich würde Factory bevorzugen, dass es eine Fabrik bleibt, also im Innenbereich, dass es nicht in den Außenbereich übergeht. Ich möchte nicht rausgehen, ich möchte kein zweites Woods, ich möchte Factory
very, very tanky boss who moves slow, unter einem Dach behalten. Also entweder wird das der Scuff-Boss ein Solo-Killer, ein tanky Solo-Killer, oder ein sehr, sehr schneller Killer. Also einer, der sich rushen wird, der super schnell über die Map rasen wird. Ich glaube, dass Factory wie Labs werden wird. Ich glaube, es bleibt eine Indoor-Map. Und ich denke, das wird sehr, sehr ähnlich zu Labs in der Zukunft. Also die Umgebung, die Sachen, die man erkunden kann, nicht unbedingt mit dem High-Tier-Loot, so wie Labs. Aber macht das Sinn? Ja, so mit einem großen Tunnelsystem in einen anderen Fabrikbereich reinzukommen durch einen Tunnel. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das so wird. Würdest du gerne Raider sehen? Vielleicht. Raider als ein dynamisches Event. Das wird wahrscheinlich, dass sie mal da sind, mal nicht da sind. Ne? Muss man sich genau angucken. So, der nächste Punkt ist die Ballistik. Ballistik. Wenn ihr euch mit diesem Thema befasst habt, das ist ein dickes Ding. Jedes Item auf der Map, jedes Item, jede Oberfläche, jedes Item bekommt sozusagen einen Wert, der bestimmt, wie gut man durchschießen kann. In Abhängigkeit von der Munition dann. Ne? Also, dass man. Also, jedes einzelne Item. Imagine if you miss your first shot, he hides behind the truck and you have several ways to guess essentially. Is he behind the, you know, the loading bed of the truck or if he's in front of the, behind the front of the truck where the engine is, that's going to have its own ballistic okay. properties. So also zu überlegen, wenn man jetzt einen Gegner hinter einem Objekt hat, ist jetzt hinter einem Objekt, welches durchschießen kann? Oder ist hinter einem Teil des Objekts, welches aus Metall ist, wo ich nicht durchschießen kann? Solche Dinge werden in Zukunft kommen. Also, dass man die Materialien in Zukunft und die Items viel, viel, viel mehr berechnen muss in seinen Überlegungen, den Gegner anzugreifen. Seid bereit dafür, weil das wird jetzt kommen und das Bewegungssystem in erster Linie, das wird auf jeden Fall kommen. Das wird sich ändern. Darüber möchte ich gerne reden. Yeah, sorry, darüber möchte ich reden. Das Inertia-System. Also das Bewegungssystem soll noch realistischer werden. Gehen, laufen. Ich bin mir nicht sicher, wie die das machen, 100% machen werden. Aber dass man nicht mehr Bunnyhoppen kann. Erinnert ihr euch, wo wir Bunnyhopping entfernt bekommen haben? Jeder war so ein bisschen geschockt in dem Moment. Muss erstmal gucken, was ist hier los? Warum hat sich das Grundbewegungssystem verändert? Ich denke, Inertia ist somit die größte Änderung, die kommen wird. Und ich glaube, dass es auch den größten Impact haben wird auf das Spiel, auf die Spieler, wie sie halt das Spiel spielen. Iron Fist, es kommt darauf an, wie sie das rausbringen werden, diese Veränderung. Weil selbst das Gewichtssystem momentan, die verschiedenen Limits, wann du Übergewicht hast, wann du gehen, ganz rennen kannst, regenerierst und so weiter, wo du nicht mal Stamina regenerieren kannst. Sie implementieren diese neuen Mechaniken und verändern das dann kontinuierlich, um einen guten Wert zu bekommen. Ich denke, die Leute, die Squad gespielt haben, das Spiel Squad, die wissen, wovon ich rede hier. Und zwar geht es um sozusagen das Momentum einer Bewegung. Eine Bewegung ist nicht spontan, sondern der Körper ist träge. Und das ist wohl bei Squad gut umgesetzt.
Und der Spielstil von vielen Leuten wird sich verändern, wenn dieses neue System eingeführt wird. Wie Sneaky gesagt hat, macht euch bereit, das wird kommen. So, heißes Thema. Heißes Thema, was oft diskutiert wurde in der Community. Für eine lange Zeit jetzt schon. Es ist etwas, was die Community schon lange beschäftigt hat. Und ich würde gerne eine Umfrage starten. Für alle Mods bitte mal Umfrage rein. Hier geht es um Desyncs. Synchronisationsprobleme. Momentan ist es so, jetzt habt ihr die Möglichkeit, an dieser Umfrage teilzunehmen. Votet ja oder nein an die Mods, die gerade zuhören. Ich poste das jetzt in meinen Chat. Macht das bitte auch in Geeks-Chat und Sigmas-Chat und in Zigzerix-Chat. 5 Minuten, um zu voten. Ganz einfach, einfach nur ja oder nein. Jetzt bitte im Chat. Habt ihr Desyncs gehabt in letzter Zeit? Das ist etwas, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist, um den aktuellen Stand des Spiels gut zu beschreiben. Wir müssen ein Auge drauf werfen, ein Auge drauf halten, als Spieler, als Community. Und dass die Community und das Spiel wird von unserem Feedback direkt profitieren. Ganz wichtiger Punkt. Also es ist nichts, was man jetzt unbedingt zu 100% priorisieren muss, aber etwas, wo wir halt gut helfen können als Community. Also jeder, der gerade zuhört oder zusieht, bitte sorgt dafür, wenn ihr Desyncs erlebt habt in letzter Zeit. Also bei mir sind das jetzt 74%, die hier auf Ja getippt haben. Wir können das nur die Zuschauer fragen, die Spieler fragen und euch bitten, das auch zu reporten. Man kann Desyncs reporten. Es geht schnell, macht einen Report, besonders wenn ihr streamt, wenn ihr Streamer seid, wenn ihr Aufnahmesoftware benutzt, um eure Spiele aufzunehmen, wenn ihr YouTube-Videos macht, schickt uns, ihr könnt uns direkt Clips schicken, wir können diese Informationen direkt weitergeben. Es ist essentiell, dieses Feedback zu haben. Und ganz, 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 ganz wichtig für die Entwicklung des Spiels. Wenn ihr Clips einschickt, schickt den Raid-Code mit ein. Ich glaube, das ist nur Raid-Code. Server spielt keine Rolle. Der Raid-Code ist wichtig. Also gerade wenn ihr Desyncs, Bewegungsprobleme habt, ein Clip und der Raid-Code dazu. Und über die Feedback-Form und das ist alles, wäre eine Riesenhilfe. Riesenhilfe. Also wenn ihr sowas wirklich schon mal erlebt habt, schickt die Information an uns. Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern. Bitte, 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 sorgt dafür, für euch, dass ihr das einfach macht. Schickt uns die Feedbacks. So. Mine is 76%. 74% sagen ja, Desyncs. Thank you. Danke schön. Danke für die Umfrage. Wenn ihr irgendwelche neuen Informationen habt, es müssen halt neue Infos sein, nicht alte Sachen, neue Sachen, die sind besonders interessant. In den letzten 24 Stunden oder sogar noch frischer, wenn ihr da was habt, bitte, bitte, bitte schickt es an uns so schnell wie möglich. Je aktueller, desto besser. So, lass mal schauen. Economy Segment, ne? Skript rausholen.
Yeah, I think we should. Oh yeah, that's so that's many huge. People have been talking about the Bitcoin prices. Bitcoin prices. I mean, ah, so scheiße. I'm actually trying to get my Bitcoin. Also, ich versuche meine Bitcoin Farm quicker than I would have before because of the Bitcoin prices. So schnell wie möglich hinzukriegen, weil die Bitcoin Preise so hoch sind. Das ist ein großes Ding. Guckt auf die Grafikkarten, die sind so teuer momentan. Ich dachte, das wird ein bisschen runtergehen nach den ersten Wochen. Gestern reingeschaut, teurer als ein LEDX. Da sind einige Sachen momentan, die teurer sind als ein LEDX. Also nicht so viel, aber das Phase Array zum Beispiel ist nicht pro Slot mehr wert. Ein LEDX hat ein Slot, ist immer noch mehr wert, aber ein Ray ging raus für 1,4 Millionen, LEDX für 800.000, eine Grafikkarte für 850.000. Das ist ziemlich verrückt zu sehen. Was würdet ihr halten von einem Limit für Bitcoins? Also, Sigma direkt nein, kein Limit. Freier Markt. Die Spieler, die schon sehr weit fortgeschritten sind, die schon das Spiel in- und auswendig können und sehr, sehr weit sind. 1% der Spieler werden das sein, die ihre Bitcoin-Farm schon voll haben. Diese Leute bekommen ungefähr 2 Millionen Rubel pro Tag for free. Und das könnte ein bisschen zu viel sein. Ich meine, 2 Millionen Rubel am Tag, es ist halt too much. Interessanter Punkt, du sagst, Spieler mit hoher Erfahrung, die die Hideout schon komplett gebaut haben und einen Vorteil haben. Aber wenn du überlegst, die anderen Spieler, die halt Probleme haben, für die ist es halt ganz gut, 1 Million Rubel for free zu bekommen. Aber ich glaube, dadurch, dass der Bitcoin-Preis mit dem echten Bitcoin-Preis verknüpft ist, wir können uns schauen, was der echte Bitcoin kostet. Also der Bitcoin ist ein Fünftel vom echten Bitcoin-Wert. We do talk a lot about the actual barters themselves, what Bitcoin's used for. They need a big reshuffle as well, because most of the barters that Bitcoin is used for, it's almost a nothing commodity in terms of, like, you just sell it to therapists, you know, you're not going to do anything else with it up until now with the price hike. But yeah, it's until we get degrading GPUs, which is planned, you know, how your water filter is. Okay. Also man kann die Bitcoins momentan nur bei der Frau Doktor verkaufen, ansonsten gibt's nichts. Und solange die Grafikkarten sozusagen nicht verbraucht werden, momentan ist ja so, dass die Wasserfilter sich verbrauchen, wenn du Wasser herstellst, solange wird sich nichts an dem Preis verändern. Ich denke, solange wir den Bitcoin-Preis nicht künstlich limitieren, kann man Bitcoins nicht benutzen zum Tauschen bei den Händlern. Es geht nicht, es macht keinen Sinn. Ich bin ein bisschen frustriert, was dieses Thema angeht, weil ich bin nicht so gut in dem Spiel. Es macht mich verrückt, die Leute reden über zu viel Gear, einfacher Zugang zum Gear und so weiter. Ich bin gerade mal Level 20 und es ist frustrierend. Ich habe eine Grafikkarte in meiner Bitcoin-Farm und ich bete dafür, dass meine Bitcoin-Farm ein bisschen besser wird. Aber ich hasse es, die Leute zu bestrafen, die halt schon so extrem weiter sind, weil sie halt ein anderes Tempo haben. Lernt besser zu kämpfen, lernt besser und so weiter. Das ist alles nicht ihr Ding. Sie möchte ihren Bitcoin-Preis behalten. Sie braucht das. Sneaky sagt auch, er hat seine Bitcoin-Farm auch noch nicht fertig. Also bei ihm fehlt auch noch einiges. Ich denke nicht, dass es darum geht, haben oder nicht haben. Profis, Anfänger. Die Frage ist, ob Bitcoins als Handelsobjekt integriert werden können.
zum Beispiel, wo jede Woche oder momentan ist es so, jede Woche oder zweite Woche wechselt der Preis so stark, schießt nach oben, fällt nach unten. Da müsste man ja sagen, der Bitcoin ist viel zu viel wert für diese Waffe oder zu wenig wert, was keinen Sinn macht. Das verstehe ich, aber wenn es verschiedene Händler gibt, also eine Waffenkiste kostet zum Beispiel 12 Millionen, dass du dann dir einen Händler aussuchen kannst, wo du deine Bitcoins eintauschen kannst. Also wenn du zum Beispiel wirklich dieses Ding haben willst, musst du halt deine Bitcoins benutzen. Meine Idee wäre, komplett zu GP-Coins zu wechseln. GP-Coins sind stabil, 25.000 Rubel. Wechselt auf irgendwas, was einfach stabil ist, nicht fluktuiert, einen Wert hat, mit dem man rechnen kann. Ja, macht Sinn, sagt Sneakyrio. Was ihr meint und was auch meine Meinung ist, man muss den Preis regulieren, man muss eingreifen, man muss da so ein bisschen also fester Change gegen einen Reaper zum Beispiel. Festes Tauschobjekt für Labs-Karten. Für eine blaue Labs-Karte, für eine gelbe, blaue, gelbe Labs-Karte und so weiter und so fort. Also feste Zuordnungen, anstatt sozusagen zum Geldwert zu machen. Okay. Nächster Punkt, Leute. Überspringt einen Punkt. Okay. Was sind wir denn? Barters, Crafting. Crafts and Barters. Wir haben gutes Feedback bekommen von den neuen Crafts. Über, also meistens gutes Feedback, was die neuen Crafts im Hideout angeht. Meiner Meinung nach sind besonders die Crafts wie zum Beispiel das LEDX Craft, RFID Craft, auch wenn sie viel, viel teurer zu craften sind, wie wenn du sie auf dem Markt kaufen oder verkaufen würdest. Also im LEDX 4 Millionen zum Beispiel zu craften. Öffnet das Spiel zu viel mehr Casual-Spielern, Gelegenheitsspieler, die nur die Möglichkeit haben, gelegentlich zu spielen. Und selbst wenn sie am Samstag Zeit haben zu spielen oder Zeit haben, müssen sie sich um ihre Kinder noch kümmern, 5-6 Stunden, sie zum Baseballspiel bringen. Die haben die Möglichkeit, so ein LEDX zum Beispiel zu craften, über eine Woche und starten das halt am Sonntag und holen das am Mittwoch ab und sie können weitermachen, anstatt immer wieder versuchen, eine LEDX zu finden, Fountain Raid, und dadurch ihren ganzen Progress zu verlieren. Was haltet ihr davon? Ich mag das auch. Super Idee. Also ist eine super Sache, sagt Sigma. Ist da irgendwas an Crafts reingekommen, wo du sagst, ist nicht gut? Also ein Craft möchte ich darüber mich gerne reden. Das ist ein Progression Craft. Das ist das Slick. Ich habe den RFID-Craft schon gemacht und den anderen Craft. Also, ich bin kein Fan davon. Quest-Items zu craften, man muss die Quest sagt, du musst in den Raid reingehen und das Item finden. Er versteht, dass es Leute gibt, die nicht die Zeit haben, das zu machen, die Casual-Spieler. Aber dafür kann man die Spawns erhöhen für die Spieler. Vertex-Spawns erhöhen, erhöhte Chance, diese Sachen im Raid zu finden. Die Idee hinter einem Quest ist es ja, die Map kennenzulernen, die Quest zu machen und nicht das Item zu craften.
you know, you can craft 10 Salevas and hand them in, sure, or you can find them in raid. Du kannst zum Beispiel die ganzen Salevas craften oder sie im Raid finden, aber der Punkt des Spiels ist es ja nicht, die Sachen zu craften, sondern das Spiel zu spielen und die Sachen im Raid zu finden. Viele Leute haben Wochen gebraucht, um das LEDX zu finden. Und jetzt craften sie das einfach. Und genauso ist es halt mit Scopes und den ganzen Sachen. Es ist eine Sache, die, wo man nicht einer Meinung sein muss. Die gute Casual-Diskussion. Also das Spiel wird einfach zugänglicher. Der Grund, warum so viele Leute dieses Spiel spielen, ist einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt, so viele Arten, das Spiel zu spielen. Es eröffnet so viele Möglichkeiten für Spielstile, für alle Leute. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt im Spiel. Das ist ein bisschen vom Thema weg und ich entschuldige mich dafür. Aber dieser Kampf zwischen Hardcore-Spielern und Casual-Spielern, ich denke, es ist normal, dass wir harmonisch damit umgehen müssen. Man kann es Hardcore machen, man muss nicht Items craften im Hideout. Wenn man Hardcore spielen will, mehr Hardcore, dann kann man auf den Craft verzichten. Wenn man die Leute zwingt, das Hardcore zu machen, wenn man das Spiel mehr Hardcore ausrichtet, wenn es weniger Leute spielen, wir gewinnen alle mit diesem Craft. Das ist ein Geben und Nehmen, wir sollten ein bisschen relaxen, ein bisschen runterkommen. Am Ende des Tages lieben wir alle das Spiel. Leute sind da mit Leidenschaft dran. Und ja, Win-Win-Situation, sagt Geeksh. Was den Saleva-Craft angeht, was gestern passiert ist, einige Leute haben sich aufgeregt über diesen Saleva-Craft, weil das Hemostatic jetzt gebraucht wird, um das Ganze zu craften. Und das kriegt man erst später im Spiel. Man kann aber das Hemostatic bartern mit zwei Schrauben. Also es gibt die Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist möglich. Es ist immer noch möglich. Mir wurde gerade gesagt, vielleicht kann jemand Feedback geben dazu, aber es wurde der ADA-Trade entfernt. Der ist raus. Es gibt keine ADAs mehr. Sie hätten nicht damit rumspielen sollen. Zwei Batterien für eine ADA war eine gute Sache. Sie haben es rausgenommen, jetzt kannst du es direkt kaufen vom Level 1 Gear. Das wurde mir zumindest gerade gesagt. Wie teuer kostet die? 40.000 Rubel. 40.000. Ja, Barter ist draußen. Kein Ada mehr im Barter. Breaking News. 45.000 für eine Ada. Ich würde gerne diesen Trade wiedersehen mit den beiden Batterien, weil es halt für jeden Spieler was Gutes war. Für Starter, um Nacht zu spielen. Ich würde es gerne wieder haben. Und vielleicht. Und vielleicht, wenn sie es erschweren zu craften mit Chainlets beispielsweise oder irgendwelche Common Items, so Items, die sehr häufig vorkommen, dass vielleicht den Barter ein bisschen schwerer machen, aber dass der Barter wieder reinkommt, das wäre großartig. Ich weiß nicht. Ich habe die Ada noch nie benutzt, groß. Ich weiß nicht. War nie ein Fan von der Ada und der M4. Ich stehe auf die russischen Waffen. Only. In any case. Naja. Let me see. So, nächster Punkt. Fuel. Benzin. Benzinknappheit. Eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden sollten, Benzinknappheit. Es war eine künstliche Krise und BSG
Was denkt ihr darüber, über diese künstliche Benzinkrise? Wie habt ihr das, erlebt? War das gut? Wie ist es euch ergangen mit dieser Fuel-Krise? Ich wünschte mir, ich hätte vorher welche Benzin gekauft. Ich möchte jetzt nicht keine direkte Warnung haben vorher, aber in der echten Welt kriegt man mit, wie finanzielle oder weltpolitische Dinge passieren. Finanzabsturz, politische Krise, wo die Leute dann Tankstellen anrennen und das Benzin abgreifen. Man kann also ein bisschen horten, weil die Krise so ein bisschen angekündigt wird. Was vielleicht ganz cool wäre, dass es nicht auf 0 auf 100 kommt. Das ist interessant, was du sagst. Ich hätte auch gerne... Ich hab ein Video rausgebracht und gerade da geht es auch gerade darum. Ich habe von einer Radiostation im Hideout erzählt. Eine Radiostation, wo du so eine Art Tweet bekommst im Hideout von den Dealern, also von den Tradern. Zum Beispiel Fuel Crisis kommt und Jäger sagt, Leute, ich krieg kein Benzin mehr, aber da sind Benzinvorräte auf Woods. So, dass die Leute sozusagen auf eine andere Map gehen müssen, um Benzin zu finden. Nicht das, was sie gewohnt sind, sondern Variabilität reinbringen, das Ganze zu wechseln. Eine andere Sache, ich habe viele Leute gesehen, die über Bots die Sachen eingekauft haben. Also auf jeden Fall über das Radio da wohl Informationen rauszugeben. Es war ein sehr interessantes Experiment, sagt Iron Fist, weil jeder Fuel Spawn, also jeder Stelle, wo Benzin spawnen konnte, wurde ersetzt durch einen Motor. Und der Preis ist gestiegen fast auf 300.000. Du konntest Benzin über 150.000 verkaufen. Aber es ist nicht höher gegangen. Es gab eine Art Cap. Also, wenn zum Beispiel alle Geeks-Community sagt, wir kaufen jetzt Benzin, hätte er das für 1 Million verkaufen können. Und sie haben herausgefunden, dass man halt, oder versucht herauszufinden, wie man diese Preise cappen kann. Dass sie nicht über einen gewissen Wert steigen. Über die Gebühren. Es wäre eine coole Sache, wenn man sich über einen Laptop einloggen könnte und Nachrichten kriegen könnte von den Tradern. Wäre eine geile Sache. Vielleicht nicht als Warnung, dass das und das passieren wird, aber vielleicht als Lösung, nachdem das und das passiert ist, dass man die und die Sachen machen kann, um eine Lösung zu finden, wie man damit umgehen kann, wo man Benzin findet beispielsweise. Erinnert ihr euch, als wir Benzinkanister in die Raids mit reingenommen haben? Ja, das war ein Bug. Ich weiß, das war ein Bug. Aber ich glaube, das wäre cool, zu Hause so ein paar Kanister zu horten. Und erinnert ihr euch an die Old Gas Station of Customs? Dieser Benzintank, der Tankcluster da hinten? Da deinen Kanister aufzufüllen, um mit dem Kanister wieder rauszukommen. Eine schöne Animation, wie du den Kanister füllst oder das Auto abtankst. 3 Leute decken dich, während du das Benzin aus dem Auto rausholst. Irgendwann
irgendwann wäre halt alles leer, also es wäre unrealistisch, weil irgendwann wäre das Benzin leer. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie das nicht machen. Die Scavs hätten das schon längst geplündert und eigentlich kann da gar kein Benzin mehr drin sein, realistischerweise, ne? Ja. Okay, so if we're talking about this cap, you know, also wenn wir über dieses Cap reden, also Preise zu limitieren. Wie denkt ihr über den Flea Market Cap? Also ihr wollt kein Bitcoin Cap, okay? Aber was haltet ihr von Flea Market Cap? Soll das ein komplett freier Markt bleiben? Weil zum Beispiel Croutons wurden gecapped. Leute haben Croutons für ewig viel Geld verkauft. Und es wurde gecapped. Sollte es ein Cap, also eine Regulation geben für solche Items oder nicht? Interessante Frage, die immer wieder aufkommt. Wir hatten halt diesen Wechsel, vorher gab es das, vorher nicht. Ich weiß nicht, wie der Algorithmus ist. Aber am Ende des Tages, Beispiel ist Dry Fuel. Es wird für 150.000 verkauft. Und dann kam ein Podcast, in dem gesagt wurde, dass es nicht so teuer sein sollte. Und ja, seitdem muss man so hohe Gebühren zahlen. Und der Preis wurde künstlich gedrückt. Ich würde bevorzugen, dass die Spieler das bestimmen, wie der Preis ist. Wenn die Spieler einen Benzinkanister auf 1 Million pushen wollen, dann soll das möglich sein. Jeder Loot momentan, jedes Item hat momentan einen hohen Wert von 10.000. Geld sollte kein Problem sein. Und wenn jemand sich Sorgen macht, dass etwas zu teuer wird, ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit, da eine Lösung zu finden. So, I think we can most likely move here on to the next segment, unless you want to say something more about what we have just discussed. Nächster Punkt. Which is quests and game changes. Quests and game changes. That we've definitely seen. Seite 2. We can talk about that, I think, in a varying, just a small degree, because everybody's seen the quest already. Personally, I would like to see this quest be a 100 kill quest. Stürmen, 100 kill quest. With a caveat, I would also, if it was a 100 kill quest for, say, the Stürmen jacket, in fact, any cosmetics, I think that those would, they should carry over, because, I don't know, it's kind of... Also wird's cool finden. Sure, it gives the player base every single wipe when you've diesen Progress zu behalten, 100 Kills, 100 Killer-Kills, Stürmen-Kills, Stürmen-Kills, Kill-Quest, dauern super, super lang. Meiner Meinung nach, jeden Wipe, das zu machen, ist ein bisschen repetitiv. Und deswegen komme ich zu dem Vorschlag. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ein System bekommen, bei dem du bestimmte Items und Geschenke in deinem Account behältst. Stell dir vor, du kriegst einen Stürmen-Coin für 100 Stürmen-Kills und bist dann in der Lage, diesen Coin wieder einzulösen, um die Jacke wieder zu kriegen, jeden Wipe. Ich weiß nicht genau. Geeks, was sagst du dazu? Entschuldigung. Ich war kurz weg. Die kosmetische Items, dass sie permanent bleiben. Permanent. Also, es ist nur eine kurze Zeit, bis 1.0 rauskommt, relativ kurze Zeit. Und deswegen halte ich es für keinen Grund, das zu machen, aber 1.0 alles neu startet. Es sind Aufgaben, die gemacht wurden, um den Spielern Ziel zu geben, nach dem Kappa. Ich persönlich würde Stürmens Jacke auf jeden Fall haben wollen. Geht über alles. Mehr als Killers, also Stürmens Jacke wäre geil zu haben. Ich glaube nicht, dass es momentan Sinn macht, solche Sachen einzufügen, die vielleicht nur für ein Jahr bleiben.
Das ist der falsche Zeitpunkt. Was ich cool fände, Credits einzuführen. Also du tötest ihn 100 Mal, das nächste Mal nur 75 Mal, das nächste Mal 50 Mal. Interessant, gute Idee. Also eine gute Idee wäre auch, die kosmetischen Sachen mitzunehmen. Auf der anderen Seite brauchen die Leute ja Ziele nach dem Kappa. Also wenn man es den Leuten nimmt, haben sie nicht mehr dieses Ziel. Also könnte man sagen, dass man Variationen reinnimmt. Ein Killer mit einem blauen Strich oder mit einem roten Strich oder sowas was. Dass man sozusagen für jede Season, also dass man das aber immer wieder machen muss, aber dass es für jede Season eine andere Farbe hat und die alten Farben behält. Coole Idee. Sehr coole Idee. Vielleicht ist es leicht, so eine Variation reinzunehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Aber es wäre eine coole Idee. Und es wäre auch cool, wenn man diese Quests in der Beta schafft, dass man dann bei Release von 1.0 eine fette Belohnung bekommt. Also, wir sind ja alles Beta-Teilnehmer. Und dass sozusagen Beta-Teilnehmer belohnt werden. Wobei die Priorität momentan auf Streets auf Tarkov liegt. Und, ja, ist ein guter Punkt. Wir müssen abwarten, wie das weitergehen wird. Ja, ich bin so der Spielverderber hier, habe ich das Gefühl. Ich möchte euch keinen Spaß geben. Entschuldige mich dafür. Jeder fragt halt. Tarkov, Streets of Tarkov. Keiner denkt momentan an was anderes. So. Wurzerweiterung. Habt ihr auch das Gefühl, dass es weniger Scavs gibt momentan? Nicht nur auf Wurz, aber wir haben jede Menge Raids gemacht und wenig Scavs gefunden. Gestern zum Beispiel, Geeks, wir haben zusammen gespielt, ein paar Runden, wir sind nachts rausgegangen, Sniper-Scavs gesucht, nichts gefunden, auf Customs. Normalerweise spawnen zwei direkt am Anfang des Raids, Construction, ganz oben auf dem Silo. Sie waren einfach nicht da. Hat das wirklich was mit der Serverauslastung zu tun? Also Anzahl der Spieler auf einem Server? Das ist etwas, was wir vorher noch nie hatten. Vielleicht ist es was Neues. Vielleicht hat es auch was zu tun mit diesem ersten Punkt in Nikitas Report. Er hat gesagt, wir versuchen, die erhöhten Spielerzahlen in den Griff zu kriegen. Aber ist das wirklich dieser Punkt? Nikita, Peach sagt, also Nikita sagt, es hat sich nichts verändert, obwohl Spieler gesagt haben, wir haben Beweise dafür, dass es weniger gibt. Ich glaube Nikita zu 100%, wenn er sagt, da gibt es ein Problem, oder wenn was verändert wurde, dann sagt er auch, dass was verändert wurde. Ja, es wurde verändert, weil wir versucht haben, das zu fixen oder das zu verändern. Er hat noch nie wirklich versucht zu lügen, noch nie. Und warum sollte er auf Reddit, sagen wir mal, die Unwahrheit sagen, bei so einem einfachen Ding wie Scuff Spawns? Also, er hat das Gefühl, dass die Scuffs momentan eher am Anfang spawnen, eher noch als dass sie im Raid selber starten. Und irgendwann gab es eine Info dazu, dass da was geändert wurde in diesem Spawn-Algorithmus. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass das regelmäßig verändert wird.
you're getting pummeled at the checkouts, but on other ones, it's like a ghost town. And yeah. Es ist so zufällig. Manchmal gehst du rein, 1000 Scuffs. Manchmal gehst du rein und es ist eine Geisterstadt. Das hat einfach was mit dem Zufallsprinzip bei Tarkov zu tun, genauso wie mit den Items. Das war schon immer so, vielleicht fällt es jetzt mehr auf. Nächster Punkt. Ganz eine Menge, die wir hier besprechen können. Wir könnten darüber einen kompletten Podcast machen. Die Waffen. Wir haben vier neue Waffen. Die UMP5, MK18, Vector und die MCX. Also viele Leute beschweren sich momentan oder sagen momentan, ja, wir haben jetzt die Vektormeter. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass es die UMP ist. Ich glaube, das sind witzige Waffen, die man nett benutzen kann. Die MCX vor allem hat so viel Recoil, schlittert über den ganzen Bildschirm. Sozusagen der Nutzen für diese neuen Waffen und ist schon sehr, sehr speziell. Sie haben ihre Daseinsberechtigung, aber sind halt spezielle Waffen. Ich habe die Vector persönlich benutzt. Ich habe die MCX benutzt. Ich habe alle vier schon benutzt. Und die einzige, die ich wirklich gemocht habe, war die MK18. Meiner Meinung nach ist sie halt universell einsetzbar. Du kannst sie als Shotgun benutzen, genauso wie als Medium-Long-Range-Waffe. Ich weiß nicht. Wie denkt ihr darüber? Also ich mag die UMP, die Palumpa. Palumpa. Die hat nur 25 Schussmagazine. Und ich denke, dass sie meine Startwaffe übernimmt. Also du brauchst eine DVD, zwei Kondensatoren und einen LCD-Bildschirm, wie auch immer. Aber für neue Spieler eine ganz coole Sache in der UMP. Super Waffe sogar, für Anfänger auch vor allem. UMP. Viele Leute hassen die Waffe oder lästern über die Waffe. Wenn ich zum Beispiel mit einer Bolt-Action reingehe, merke ich das auch. Die ist günstig, billig, eine Mosin. Ich versuche ja mit einer UMP auch nicht durchzuziehen, aber zu bursten, genauso dasselbe mit der Vector. Man sagt, Vector ist Meter. Und ich habe auch einige Leute damit gekillt, also aber nicht viele. Und ich bin selber auch nicht oft durch die Vector gestorben. Also ich war sehr besorgt über die 45er RIP-Munition. Vier Schüsse in die Beine und ein PMC ist tot. Was eine sehr, 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 sehr kurze Time-to-Kill ist. Es kann frustrierend sein, es ist Teil der Leg-Meter, es ist ein sehr, sehr, sehr hoher Schaden. 45 RIP-Munition. Drei oder vier Schuss reichen in die Beine. Sogar Killer kannst du mit ein bis zwei Bursts komplett zerlegen. Die MCX ist momentan brauchbar. Recoil wurde verändert. Recoil-Pattern wurde verändert. Es ist momentan eine coole Waffe. Der Schaden ist nicht so hoch jetzt natürlich wie mit einem M4, aber vom Recoil-Verhalten sehr, sehr angenehm. Also das Recoil-System wurde nochmal angepasst und verändert und auch das hat im Laufe der letzten Zeit viel, viel verändert, wie wir das Spiel spielen. Zum Positiven, wie ich denke. Also man hat ein angenehmeres Zielen. Geht um die Zentrierung, ob wirklich der Schuss in der Mitte des Bildschirms landet oder versetzt, und er hat das Gefühl,
dass es sich doch stark verbessert hat. Gerade Hipfire und solche Geschichten. Dass die wirklich im Mittelpunkt ankommen. Des Bildschirms. Was mit den Skills? Wurden die Skills überarbeitet? Sie wurden definitiv überarbeitet, die meisten Skills. Einige Skills wurden verbessert, bis zu einem Punkt hin, wo man sie enorm schneller leveln konnte. Ich bin Level 37 und meine Stärke ist 15, 16 und ich habe nichts gemacht. Ich laufe immer rein, leicht untergewichtig, bis zu einem Punkt, wo ich Übergewicht habe. Sollte ich mit Übergewicht schon reingehen? Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht. Wie ist es bei euch? Stärke leveln. Ich habe nur noch keine Berührungspunkte, sowas wird mich erst später interessieren. Das wird erst später ein Thema. Momentan, ich bin Level 31, 32. Ich habe gehört, dass einige momentan kein großer Fan von dem neuen System sind. Es gibt immer Möglichkeiten, mit Übergewicht bereits reinzugehen. Flash Drives in Stock Case. Um diese Skills speziell zu leveln. Umgekehrt, wenn du Ausdauer machen willst, musst du halt dafür sorgen, nicht übergewichtig reinzugehen. Wenn du diese Skills trainieren willst, musst du diese Skills aktiv trainieren. Search Skills zum Beispiel. Ich habe 400, 500 Raids und mein Search ist viel niedriger als in den vorhergehenden Vibes. Du musst aktiv reingehen und looten. File Cabinets looten, aktiv looten, um Search Levels und so weiter aktiv zu looten. Ich habe das Gefühl, dass letzten Wipe Strength was getting leveled at, and now it is getting leveled at quite a bit faster, but now I feel like. Also, ich habe das Gefühl, dass im letzten Wipe alle so ein bisschen genervt waren, wie man Stärke levelt. Und jetzt geht es ein bisschen schneller. So schaut's aus, aber dafür dauert Vitality länger. Jeder hat Probleme, Level 3 Vitality zu bekommen. Ich habe Berichte gehört, wie Leute Raids für Raids reingehen und nur versuchen zu heilen, zu verletzt zu werden und Vitality zu leveln. Ich habe es nicht so sehr getestet, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie dieses Problem haben. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung gewesen für viele. Also, was ist das Problem? Dass die Leute nicht erschossen werden? Also, ich habe damit kein Problem. Nee, das ist wohl nicht das Problem, aber es hält den Hideout-Progress auf. Frühzeitig Level 3 zu kriegen, Fatality, ist für Leute teilweise ein Problem. Auch hier sollte man nicht die Casuals angreifen, sondern wenn etwas nicht levelt, muss man einfach mehr Raids machen. Dann passiert das automatisch. Also eine Person, die zum Beispiel sehr langsam spielt, der viel lootet, der wird jetzt bestraft im Hideout, weil er halt das Spiel auf seine Art spielt und wenig stirbt. Ich glaube, dass auch Leute, die langsam spielen, erschossen werden. Fühle ich jetzt nicht diesen Punkt. Auch die sterben, auch die leveln Vitality. Also ich versuche, nicht erschossen zu werden. Ist ja das Normalste der Welt. Und das ist ja das Coole an dem Spiel, dass man es auf 45 verschiedene Art und Weisen spielen kann. Und ja, morgen spiele ich das Spiel vielleicht anders als heute und es verändert sich immer und ja, es bleibt spannend.
Glaubst du, dass die Leute, die viele, viele, viele Runden spielen und nicht so oft erschossen werden, ob die mal vorbeikommen können, um mir das Spiel beizubringen? Metabolismus-Skill wurde komplett überarbeitet. Du brauchst jetzt Essen im Raid. Oder du musst was finden im Raid. Es gibt keinen Weg drumherum. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wechsel, eine sehr, sehr gute Änderung. Ich liebe es einfach, dass du etwas Zeit investieren musst. Es ist halt die Lebenserhaltung deines PMCs. Darum geht es. Und sich um seinen PMC zu kümmern, auch mit Essen und mit Trinken, ist eine gute Sache, die wir vorher gar nicht hatten, die wir vermisst, die nicht da war. Und das ist schön, dass es dazu gekommen ist. Jemand hat Kultisten erwähnt. Ah, Kultisten. Der nächste Punkt. Es wird Zeit, zum nächsten Punkt zu gehen, den wir vorbereitet haben. Also zukünftige Spielveränderungen, Vorschläge. Und ihr als Zuschauer habt halt hier die Möglichkeit, auch eure Stimme zu erheben und Feedback zu geben. Also, die erste Sache, die wir uns aufgeschrieben haben: Wo möchtet ihr mehr Kultisten sehen? Für mich persönlich? Just yes. Ja, wir möchten mehr Kultisten sehen. Wir möchten einfach mehr Kultisten. Überall. Überall. Tagsüber. Only when there's extract campers. Nur wenn es Exit-Camper gibt. Tagsüber. So they would just spawn behind you? Also, dass sie hinter dir spawnen. Dass Kultisten hinter Exit-Campern spawnen. Und Exit-Camper töten. Ich persönlich würde sie gerne auf Interchange sehen. Nicht nur, aber ich glaube, Interchange bräuchte das. Direkt vor Goshen. Ne, Goshen. Überlegt euch das mal. Nachts. Du läufst aus der Mitte raus, Richtung Ausgang. Und du läufst vorbei am Marktkreis. Und du siehst so ein paar Schatten zwischen den ganzen Goshen, zwischen den ganzen Schränken in Goshen, neben dem Feuer. Ich persönlich denke, es sind wenig Kämpfe in Goshen. Ich denke, das wäre eine großartige Veränderung, in dieser Region Kultisten einzubauen. Es gibt da viel zu wenig Kämpfe. Ich denke, es muss passieren, auf Reserve auch. Möglicherweise auch im Resort, vielleicht. Aber Geeks hatte eine geile Idee. Erzähl mal. Ja, Shoreline, Resort. Also, wenn ihr das nicht wisst, bevor Sanitar damals auf die Map kam, damals, meine Idee für einen Boss war ein Boss im Marktroom. Wenn du nicht in diesem Raum, wenn er nicht in diesem Raum bist, ist er irgendwo auf Shoreline. Jetzt ist halt Sanitar da. Es hätte auch ein Kultistenboss sein können, oder man könnte jetzt einen Kultistenboss einfügen. Achso, wenn das Schwein nicht in der Badewanne ist und die Badewanne zum Beispiel mit Blut gefüllt ist, ach so, dass dann eine Schweinemaske sozusagen als Helm eingeführt wird. Du kannst aber wirklich nur durch so kleine Augenschlitze sehen. Also ein bisschen Horrorfeeling, eingeschränkte Sicht. Das würde ich feiern. Also ihn als Endboss und die Maske. Aber um ehrlich zu sein, ich möchte Kultisten nicht auf Reserve. Ich denke, Reserve ist schon genug gebufft und hat schon das Beste vom Besten. Und Interchange fühle ich auch nicht so. Ich würde mir mehr Raiders vorstellen. 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass Raids spontan spawnen auf den Maps, aber Reserve braucht keinen Buff für mehr Loot.
Haben die denn überhaupt guten Loot, die Kultisten? Also, sie haben diese Hexrüstungen, sie haben gute Munition, M61, M993. Ich habe das Gefühl, das sind keine zu farmenden Leute so richtig. Sie haben keine Thermalscopes. Ein 1 vs 1 ist auf jeden Fall leicht machbar. Auch gerade auf Woods. Aber ich würde sie gerne auf allen Maps sehen, nachts. Manchmal gehen die Leute in Nachtraids, um Spielern auszuweichen. Weniger Spieler, gehst du nachts rein. Aber jetzt gibt es halt diese Kultisten. Und es ist nicht immer so easy. Es ist immer die Gefahr da, dass du an einem Kultisten vorbeiläufst, setzt dich einem Risiko aus, nur um PMCs auszuweichen, gehst du vielleicht ein größeres Risiko ein. Zusätzlich sind es die Kultisten. Ist eine super Sache. Er wäre dafür, das auf jeder Karte einzufügen. So, nächstes Thema. Do we need more Red Rebel Extracts? The next point is extract variations. So, okay. Also, brauchen wir mehr Red Rebel Ausgänge und mehr Variationen? Kind of move on to the bigger picture here. More RR extracts, in my opinion, also, mehr Ausgänge für die Red Rebel? Ja. Ich denke, die Rock Passage auf Shoreline, zum Beispiel hinter dem Admin, ist für mich ein perfekter Start, um daraus einen Red Rebel Exit zu machen. Geeks ist nicht einverstanden, aber nach seiner Meinung ist es so einfach. Es ist momentan ein Glücksspiel. Es ist einfach nur ein Glücksspiel. Du gehst rein zur Rock Passage und guckst, ist es offen, ist es zu. Ist es offen, ist es zu. Du kannst von oben scopen, aus dem Westflügel, und du siehst schon, ob der Ausgang offen ist oder nicht. An diesem Punkt ist es nicht mal mehr ein Glücksspiel. Du kannst es sogar schon planen, während du im Resort raidest, und kannst schon deinen Exit planen. Kannst schon damit rechnen, ob es ein längerer Raid ist für dich oder ein kürzerer Raid. Das ist komplett planbar. Ich denke, dass das eine Sache ist, die mir logisch erscheint, dass wir dort einen Red Rebel Exit einführen. Was denkt ihr über andere Orte? Geeks, erzähl erstmal, was du meinst. Was sagen die anderen erstmal? Nee, was sagen die anderen? Also Red Rebel, hinter dem Fluss, ganz, ganz hinten irgendwo. Ich möchte Rock Passage behalten, aber ein Red Rebel Ausgang weiter hinten an der Wand. Ganz, ganz hinten. Das wär cool. Als extra Ausgang. Okay. Aber wir brauchen mehr Red Rebel Ausgänge. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Also vom Woods wurde der Red Rebel Ausgang entfernt. Wir haben nur noch Reserve. Da ist kein weiterer Red Rebel Exit. Keiner mehr auf Woods. Einer auf Reserve. Ich habe das Gefühl, dass Rock Passage viel zu nah am Resort ist. Es ist eine 50-50 Chance, dass Rock Passage offen ist. Und mehr Red Rebel Ausgänge am Highway zum Beispiel. Oder bei der Expansion, wenn sie kommen wird, für Interchange. Da Red Rebel Exits einzuführen. Das Red Rebel wird auch gar nicht mehr eingesetzt. Nachdem der Woods Exit weg ist, wird das Red Rebel gar nicht mehr groß benutzt. Geeks,
Ich habe das Gefühl, dass dieses Glücksspiel, ob der Ausgang jetzt da ist oder nicht, dass das, gerade wenn man so einen Loot-Run macht, und gerade das, was diesen Loot-Run auch ausmacht, dass man so weit laufen muss, wenn dieser Ausgang nicht da ist, Tunnelausgang oder der andere Ausgang. Dieses Glücksspiel, genau das ist das, was das Glücksspiel ausmacht. Ansonsten könnte man direkt sagen, nö, ich gehe Admin raus und überlegt euch, wie viel Exit-Camper es geben würde, wenn es einen Red Rebel-Ausgang da hinten geben würde. Und du kannst die Leute nicht dafür verurteilen, weil jeder würde da hingehen und Exit-campen. Ich weiß nicht. Wenn sie das machen, also ich bin immer bereit, neue Sachen mitzumachen und ausprobieren, aber das will ich nicht. Issue as well that I see. The car extracts. Car extract. If someone pays the money, it turns green. And that tells everyone on the map, go run over here or just go. Wenn ein Car benutzt wird, geht der Ausgang auf grün. Alle sehen das. I feel that that's. Und wissen, dass der eine wartet für 2 Minuten. Bin ich persönlich gar kein Fan von. Jemand bezahlt das Geld dafür, wartet da 2 Minuten. Wenn du die Zahlen genau kennst, rennst du dahin, haust eine Granate dahin mit deiner GL und haust denjenigen weg, der da exiten möchte. Also mir ist das schon mal passiert. Genau das. Ich am Ausgang, am Autoausgang, du musst halt nicht viel machen. Meistens ist es super leicht, da hinten rauszukommen beim Auto-Exit. Ich gehe zum Beispiel zurück ins Gebäude für 40 Sekunden oder hau mir ein Propital rein und springe dann zum Auto, gehe ein bisschen vor zurück. Super easy, da rauszukommen. Sollte es schwerer sein? Ich weiß nicht. Vielleicht könnte es vielleicht sein, dass man mehr Sachen machen müsste, Aufgaben, die man erfüllen musste, um am K-Ausgang rauszukommen, anstatt einfach nur 7000 Rubel zu bezahlen. Let's go. Generell ja. Aber das müsste mit der Community besprochen werden, um ein Gefühl zu bekommen, welche Ideen die Spieler haben, wie sie damit zurechtkommen. Wir würden auch lieben, von euch Feedback zu bekommen, wie es für euch läuft mit den Ausgängen. Stopp, Geeks. Ich habe eine gute Idee an dieser Stelle. Also jemand im Chat hat gerade gesagt, Achso, dass die Ausgänge erst nach einer gewissen Zeit gezeigt werden. Nach 22 Minuten, erst dann sieht man Ausgang offen oder zu. Bis dahin ist er unsichtbar für alle. Ich glaube, auf Customs fehlt einfach so ein Exit. Wie auf Reserve Manhole, also wo man ohne Rucksack rausgehen kann. Irgendwo in den Wäldern wäre es zum Beispiel ein perfekter Platz. Wir werden sehen. Oder irgendwo Gas Station Customs. Du musst deinen Rucksack wegwerfen. Ganz offenes Feld. Jeder läuft da rum. Ich denke, das wäre ein perfekter zusätzlicher Ausgang. Wir haben ein Video gesehen, das ist nicht so lange her, aber wir haben ein Video gesehen, was gepostet wurde, wo ein PNC so eine Art Kurbel benutzt hat, um einen Ausgang zu öffnen. Also sie arbeiten definitiv an weiteren Ausgängen.
Und es wird sehr interessant zu sehen, was sie für uns im Petto haben. Aber Fakt ist, Nikita hat schon ein paar Mal erzählt, dass gerade auf Reserve dieser Zug-Exit dynamisch sein sollte. Also du gehst auf den Zug, du gehst auf die Machine Guns und schießt von da oben über Machine Guns auf die Scavs und PMCs und verteidigst sozusagen diesen Zug. Das könnte auch allen in Zukunft kommen. Also Maschinengewehre auf dem Zug. Scav spawns. Interchange, Reserve Delay und Custom Shoreline to Early. Also to Early, dass sie zu früh spawnen und zu spät. Also das ist für euch, um uns jetzt wirklich ein Feedback zu geben. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt 12 Minuten, ach so, als Scav, wenn ich 12 Minuten vor Rundenende spawne auf Interchange, ist das mehr oder weniger sinnlos. Du hast 5 bis 6 Minuten Zeit zu looten und dann den Emmercon-Ausgang zu erreichen. Scav spawns. Ja. Und dann musst du noch hoffen, dass da keine Camper sind. Genauso auf Interchange, sehr früh zu spawnen und 35 Minuten übrig zu haben. They shouldn't be in the raid the entire time with you, but I don't know how all of the backend stuff works, so. Dass halt die Leute rechtzeitig reinkommen, um auch Action zu machen. And I feel that model isn't great. I don't want, my personal opinion, I don't want to A, load in as a player scav with 40 minutes left. I, as a PMC, I don't want to encounter player scavs with 40 minutes left. Also ich möchte weder als Scav mit 40 Minuten übrig auf einer Map spawnen und ich möchte auch nicht als PMC einen Spieler scav begegnen, der nach 5 Minuten bereits spawnt. Zu früh. The smelter, what were you calling it yesterday, Geeks? The drop-down room, when you were getting your 100-meter headshots. I forget what it was called. Yeah, the like. But the electronics room, right? On reserve. Yeah. Okay. Der Elektronikraum auf Reserve. Jeder rusht dahin. Jeder rennt dahin. Und ich sehe so viele Leute dahin rennen. Und sobald ein PMC dort stirbt, spawnt ein Player Scav. Und sobald ein Player-Scuff stirbt, kann ein weiterer Player-Scuff spawnen. Das ist das momentane System. Wir wissen nicht 100%, ob das so auch so ist oder nicht, aber es macht den Anschein. Komm nochmal auf deinen Beitrag von gestern zurück. Wie viele Player Scuffs, hast du gestern dort gekillt? Wir haben gestern Reserve gespielt und es war einfach verrückt. Wir haben versucht, meine 100 Meter Shots zu machen und ich bin sozusagen über Kreuz an einer Position gewesen, habe dann eine schöne 100 Meter Sicht gehabt. Und das ist halt eine super Stelle, um diese 100 Meter Shots zu machen. Auf jeden Fall, was passiert ist, wir gehen in den Raid, wir looten und es kam Welle nach Welle an Spieler-Scuffs. Welle nach Welle. Ich denke, es ist prinzipiell okay, aber wenn Welle nach Welle kommt, es ist kein Spaß mehr. Es muss ein Limit geben. Oder es sollte ein Limit geben an Scuff-Spielern auf einer Map. Was ich gedacht habe, ist, es sollte sein, so dass die 25-Minuten-Marke erreicht wird, dass das der Punkt ist, wo man dann weiß, okay, jetzt können wir Raider erwarten oder jetzt können wir Scuff-Spieler erwarten. Dass man ein festes Fenster hat, wo man dann damit rechnen kann, okay, jetzt kommen die Scuff-Spieler. Ich kann jetzt rausgehen oder ich bleibe drin, weil ich weiß, jetzt kommen die Spieler-Scuffs. Ist das dann nicht zu vorhersehbar? Ist es nicht zu vorhersehbar, dass du dann sagst, okay, ich gebe dir mal eine andere Situation. Customs, Marked Room. Du spawnst
auf dieser hinten am Red-Gebäude, an der linken Seite von der Brücke. Du rennst los zum Marktroom und du kriegst einen Fight. Du hast eine Waffenkiste aus dem Marktroom und du guckst auf die Uhr und du siehst, in 10 Minuten spawnen die Spieler-Scuffs. Du hast 5 Minuten Zeit, um da rauszukommen. Und du machst das einfach, weil du weißt, ein Spieler-Scuff kann ich nicht herausfordern, weil er nicht spawnt. Also, auf den meisten Maps würde es dein Spielstil nicht verändern. Ob du jetzt eine Waffenkiste hast oder nicht, wenn du jetzt einen weißt, da sind keine Player-Scuffs, ja, jetzt suche ich nochmal die ganze Map ab nach Loot. Ich denke, dass es dein Spielstil nicht verändern wird. Ich bin nach 5 Minuten bereits als Player Scuff reingespawnt und man kann darüber diskutieren, ob es eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache. Aber das, was ich sage, ist, es sollte eine Art Regelmäßigkeit geben, eine Konsistenz, eine Regel, bei der halt etwas geht und etwas nicht geht. Also auf Maps wie Reserve zum Beispiel, wenn du siehst, dass 10 in einem Raid 10 Player Scuffs kommen und dir fällt das halt auf und du denkst dir halt, muss das sein, dass diese Massen und Wellen an Player Scuffs spawnen in dem Moment? Ich weiß nicht, was die Community darüber denkt, über diese Idee, das zu limitieren. Ich persönlich halte es nicht für ein Problem, aber was ich sehe, ist, dass es vielleicht verändert werden muss. In gewissen Situationen scheint das einfach also nicht fair zu sein. Es muss überraschend bleiben, es muss dynamisch bleiben, man darf Dinge nicht vorhersagen, das ist essentiell. Aber ich denke, dass in gewissen Situationen, wenn man wirklich so eine Art, eine Situation übertritt, die einen komplett überrennt und lauter Player-Spielern gegenübertreten muss, denen es egal ist, ob sie sterben oder nicht, die versuchen dich zu rushen, die dich versuchen fertig zu machen. Ich glaube, jeder wäre jetzt dann in einer Position, wo er es nicht mehr gut findet. Ich glaube, es wäre kein Problem, wenn es nicht Reserve wäre. Also, wir haben vorher gesprochen über Scavs. Und jetzt reden wir darüber, dass wir keine Player-Scuffs haben wollen, sondern normale Scuffs. Ich glaube, das ist meistens kein Problem, weil du full geared reingehst und das Problem eher daher kommt, dass du auf Reserve nicht nur die Player-Scuffs hast, sondern Raider, Player-Scuffs, normale Scuffs. Ich glaube, daher konnte das Problem kommen, dass Spieler, Scuff-Spieler sich so schnell ausrüsten können, dass sie ruckzuck das Equipment eines PMCs haben, durch die Raider-Fort. Es ist am Ende des Tages, es ist halt so, wie es ist. Und ja, wir müssen damit zurechtkommen. Ich glaube generell, dieses Spieler-Scuff-Problem, ich möchte keine, ich möchte weniger Randomness sehen, also dass das Problem doch behoben wird. Und genau dasselbe auch mit Player, genau dasselbe mit PMC-Spawns. Also feste PMC-Spawns. Ich denke, wenn wir Player-Scuff-Spawns fixen würden, hätten wir dasselbe Problem wie mit den PMC-Spawns, dass man sofort die Spawns ablaufen kann. Jeder Raid
sollte halt unterschiedlich, nicht vorhersehbar sein. Ja, das ist ein großes Thema, was man lange diskutieren kann. Wir werden es in Zukunft viel diskutieren, mit Sicherheit. Und wir werden viele Meinungen von euch einsammeln. Leute, fühlt euch frei, uns das Feedback zu geben. Schickt uns Nachrichten. Wir sind absolut erfreut, die Sachen zu lesen und zu diskutieren. Und das ist das, warum wir auch hier sind, um zu diskutieren und zu überlegen, wie man das Spiel verändern kann oder ja, Dinge weiterzugeben. So, wir können weitermachen. Wir kommen langsam zum Ende. Nächste Sektion, Community Segment. Also, Leute, sagt mir, was glaubt ihr, wo ist momentan Tarkov? Sind wir gut dabei? Sind wir irgendwo auf einem schlechten Weg? Wie seht ihr das? Ich denke, es ist super. Aber ich glaube auch nur, weil ich auf das große Ganze schaue. Das Team dahinter, was sie versuchen zu erreichen, worauf sie sich fokussieren. Wenn ich das vergleiche mit vor einem Jahr, den Zustand vor einem Jahr oder Zustand vor zwei Jahren, dann habe ich das Gefühl, dass ich einen großen, dass es eine tolle Sache ist. Auch die Community. When you're playing Tarkov, all the problems are highlighted and in your face, and the game is tough, and then you hit like that 6 month mark and you start to know the community more and the devs. Also die meisten Probleme kommen in den ersten 6 Monaten. Du bist neu im Spiel, das Spiel ist mega hart, und nach 6 Monaten ist es in der Regel so, dass ein Großteil der Probleme erstmal wegfällt, weil du dich an das Spiel gewöhnst. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo man das Spiel jede Stunde neu starten musste. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ich überlege, wo wir jetzt sind. Die Spieler, die neu dazugekommen sind, glaubt mir. Wenn ihr glaubt, das Spiel ist momentan in einem schlechten Zustand, glaubt mir, ihr wollt das Spiel nicht vor 3 Jahren gespielt haben. Gerade vor der Migration zu Unity 2018 damals war die Probleme noch ganz anders. Meiner Meinung nach sind wir so gut dabei wie noch nie. Was denkst du darüber? Iron Fist. Es ist definitiv nicht in einem schlechten Zustand. Wir bekommen sehr, sehr viel Feedback und Leute beschweren sich manchmal darüber, weil wir das Spiel so viel spielen und so gut kennen. Und einige sagen, es war früher ein besseres Spiel. Wenn man die Version vergleicht, 11.7 zu jetzt, wo wir jetzt sind, wie die Backend-Probleme waren, war das früher wesentlich schlechter. Schlechter Performance. Es war einfach viel, viel schlimmer. Auch Backend-Probleme waren massiv. Es ist jetzt einfach viel, 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 viel spielbarer geworden. Performance-mäßig viel, viel besser geworden. Es ist gut. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Probleme gibt. Nicht falsch verstehen. Ja. Ich denke, viele, viele Leute denken das. Die kümmern sich gar, die interessiert es gar nicht, was momentan für Probleme sind. Aber wenn man halt den Progress sieht, dann ist es okay und dann ist es nicht so nicht mehr so ein großes Problem, weil man den Progress sieht. Ich habe schon viele Leute gesehen, die sich beschwert haben, um so viele Dinge, Spawn, Labs. Es ist nicht angenehm, sowas. Und manchmal sind diese Probleme auch im Fokus. Gerade das Backend-Problem ist etwas, woran permanent gearbeitet wird. Jeden Tag, so wie ich es verstehe, wird es permanent bearbeitet. Was ist mit dir, Geeks? Wie denkst du darüber, momentaner Zustand? Also ich denke auch, das wird immer besser. Das ist das, worüber reden wir hier. Also
wenn diese großen Desync-Probleme waren und die Leute geraged haben, sich aufgeregt haben, zeigt das auch irgendwo, wie sehr sie das Spiel lieben. Also ich sehe so Sachen nicht so oft. Ich schreibe Reports. Das ist etwas, was ihr machen könnt gegen Desyncs. Schreibt Reports, macht Bug-Reports, gebt Feedback gegenüber der Community. Ihr helft damit, das Spiel zu verbessern. Das ist besser, als darüber zu meckern. Schickt Bugs rein. Zuschauer von ihr, ja, hat sie gemeckert und, ja, hast du denn einen Bug-Report geschrieben? Nee, ich bin nur hier reingekommen, um darüber zu lästern. Ich hasse es, Leuten zu erzählen immer, wie war das Spiel vor 2 Jahren, wie schlecht war das vor 2 Jahren. Ich möchte Leuten erzählen, dass sie daran arbeiten, dass sie wissen, was die Probleme sind, und dass sie jeden Tag versuchen, das Spiel besser zu machen. Wenn ihr neu in einem Spiel seid, könnt ihr es vielleicht nicht wissen, aber glaubt mir, sie machen es und sie versuchen es zu verbessern und arbeiten dran. Das Spiel ist in einem besseren Zustand und es wird noch besser. Was ich nochmal betonen möchte an dieser Stelle, Cheaters. Da gibt es einen alten Mythos, dass einige Leute glauben, dass BSG Cheaters im Spiel haben wollte, weil dadurch Accounts gekauft werden, und das ist ein Mythos. Ich sag euch, das ist absoluter Quatsch, weil wir hätten die Probleme, die das Spiel hat, nicht, wenn diese Cheater nicht da wären. Es ist etwas, was ein Riesenproblem ist, eine Riesenbelastung. Es ist etwas, womit die Leute hart zu kämpfen haben, die Entwickler. Und glaubt mir, niemand möchte Cheater haben. Und jeder würde sich wünschen, dass diese Cheater weg sind irgendwann. Und die Leute arbeiten hart dran und haben auch großes Interesse dran, die Cheater endgültig zu verbannen. Riesenproblem. So, Geeks. So, nächster Punkt. Report System. Cheats and Bugs. Ladies and Gentlemen. Wir würden gerne bitten. Bitte. Benutzt den Report-Button. Er ist oben rechts neben eurem Avatar. Da ist euer Name, da ist ein kleines Dropdown und da könnt ihr reporten. Bitte jedes Mal, wenn ihr was seht, wenn es ein Desync ist, wenn es ein Problem ist mit dem Menü, wenn irgendwas passiert, was euch den Spielspaß nimmt oder euch behindert darin, das Spiel zu genießen, bitte, benutzt diesen Befehl. Es ist etwas, bitte sorgt dafür, dass Informationen so schnell wie möglich an uns kommen. Glaubt mir, Reddit-Quests zu machen, macht viel mehr Arbeit. Das muss analysiert werden. Also es macht es unnötig kompliziert. Bitte. Bug Report benutzen. So, und zum Finale. Wir haben einige Zuschauerfragen zum Abschluss. Okay. So, letztes Thema. Viele haben dieselbe Frage gestellt. Und wir haben diese speziellen Fragen mal rausgesucht, um sie hier zu besprechen.
Also, die erste Frage. Wie viel Einfluss hatte Corona auf den Release? Corona hat Einfluss, aber nichts, keine grundlegende Verzögerung durch Corona. Welche anderen Waffen sollen kommen? Zwei Waffen, die AIK 271 und die SCAR. Wie sehr ist BSG interessiert in E-Sports und private Server für kleinere Events? Die Antwort ist, schickt Nachrichten zu Suggestions. Da gibt es so einen Link, wo man Hinweise hinschicken, also Vorschläge hinschicken kann. Und wenn ihr solche Vorschläge habt, schickt sie direkt zu BSG. Nächste Frage. Wie groß wird die Anzahl an Events oder müsste die ein Event werden, wie groß müsste ein Event werden, um einen privaten Server nutzen zu dürfen? Also, wenn ihr ein Event habt, bitte auch hier eine E-Mail an suggestions@bsg. Es ist maybe in the far future is the answer to that one. Any other maps are expected to have a remodel. We've actually just werden Maps überarbeitet. Wir arbeiten dran. Das ist auf jeden Fall Factory ist die nächste. Sollte wissen, dass das die nächste, die kommen wird. Was hält BSG von Glitches? Post anschauen. Abuse, also Missbrauch von Glitches ist nicht erlaubt. Ganz, ganz großer Strich darunter. Aber es wird keine krassen Strafen geben. Das heißt, nutzt es nicht aus. Nutzt es nicht aus, um zu skillen, um Vorteil zu haben im Spiel. Wir haben gesehen, dass es einige gemacht haben. Wir haben gesehen, dass Accounts geresettet wurden. Das ist die Strafe, also ein Reset eures Accounts. Also, das wär die Strafe für solche Glitches in der Regel. Nächste Frage. Extra Belohnungen für EOD? Nein. Wird es mehr Tiere geben, Natur? Nein, gibt schon Vögel. Ein Log-System, also dass man Gegenstände pinnen kann beim Sortieren, ja, wird es geben, dass man zum Beispiel im Raid spezielle Items festhaken kann, sodass man die nicht aus Versehen ins Gras wirft. Und letzte Frage. Gibt es ein System, wo BattleEye jemanden informiert darüber, dass man gebannt wird? Also wenn du gebannt wurdest, dann gibt es eine Nachricht. Ja. Ja. Und der zweite Teil davon, es wird auch in Zukunft ein Feedback-Report geben. Das heißt, wenn du jemanden reported hast und derjenige wurde gebannt, er wird einen Report bekommen von BattleEye. Das ist ein automatisierter Prozess. Ja. Jeder mag Feedback. Und wenn solche Prozesse stattfinden, Feedback ist immer was Gutes. Es führt zu mehr Bewegungen, zu mehr Aktionen. Feedback ist immer ganz wichtig. Und der letzte Abschnitt. Ich wollte das tun, als ich das erste Mal über diesen Podcast nachgedacht habe. Fragen an Nikita. Ladies and gentlemen, was möchtet ihr Nikita fragen? Warum? Ja, gut. Ja. Also letzter Abschnitt, Fragen an Nikita. Was
Was könnt ihr euch da vorstellen? Wie startest du deinen Tag? Wacht er morgens auf, trinkt er Kaffee, geht an den Schießstand, geht dann zur Arbeit? Wie startet er seinen Tag? Wäre Ihre Frage. Geeks, deine Frage? Ich würde gerne wissen, wie viele Tattoos Nikita hat. Und welche Tattoos? Zum Beispiel ein großer Bär auf der Brust. What about you, Iron? Iron Fist. Is there anything you would like to ask? He kind of shed light on it when we'd had a chat with him last time, but I want to know more about like his gaming history and past. Ich würde gerne mehr über seine Vergangenheit wissen, was er gespielt hat, was er auf Steam gespielt hat, seine Game-Historie, wo er herkommt, was er gemacht hat, was ihn inspiriert hat, wie er zu Tarkov inspiriert wurde. Backgrounds, spielerische Backgrounds. That are listening into this. Maybe there's some questions that you would like to ask the man himself. I don't know. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wäre interessant, schickt es uns. Schickt es uns. What I would love from BSG, I'm just throwing this out there, like an honest one. I would love a studio tour when they. Ich würde es geil finden, eine Studiotour machen zu dürfen. Also das wäre eine richtig schöne Studiotour, wie es dort aussieht im Studio. Ich war schon mal in den Squad Studios und es war sehr, sehr interessant, das zu sehen, wie das aufgebaut ist, wie das dort ist. Ich fände es sehr, sehr cool, wenn die Leute zurück sind im Studio, da durchzulaufen. Ich glaube, die haben schon mal darüber gesprochen. Die haben sogar Screenshots und Bilder geschickt. Hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Aber das wäre so eine schöne, sehr, sehr schöne Live-Tour. Vielleicht sogar in einem Livestream das zu machen. Ja. Wäre sehr cool. So, gibt es noch irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet? Fühlt euch frei. Letzte Chance. While you guys think that, you know, about maybe something else that we would like to just see at the end, I would like to give a huge shout out to. Ich möchte nochmal einen großen Shoutout geben an die Übersetzer. Der Cast wird in verschiedenen Sprachen übersetzt. Weil wir das ganze Thema erweitern möchten. Wenn ihr deren ihre Sprache sprecht, schreibt diese Leute an für ihre Mühe, die sie sich gemacht haben. Liked sie, followed sie, was auch immer, aber haut Shoutouts raus. Es sind die Caster für euch für den heutigen Tag. Irgendwas noch von jemandem? Nein? Ich bin gut, alles gut. Lass es ehrlich sein. Sneaky hat halt die meiste Arbeit gemacht. Er hat das Ganze ins Leben gerufen. Er hat uns zusammengeführt. Ja, es ist super. Es ist super. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein und hier für die Teilnehmer. Wir werden eine 5-Minuten Pause machen, kleinen Drink trinken und dann ein paar Raids machen. Es war schön mit euch. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Bleibt gesund, bleibt sauber, passt auf euch auf. Vielen Dank für alle. Und hasta luego. Ciao, 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 ciao. Oh. Oh, shit.